Die Ereignisse überschlagen sich, auch ganz ohne Double Upload. Erst nagelt sich Pfarrer Martin selbst ans Kreuz und lässt sich anschließend anzünden. Dann geraten wir anstatt in die Freiheit hier in diesen dunklen Bunker, wo offensichtlich das Project Wallrider begann. Und anschließend befreit uns der Wallrider höchstpersönlich aus den Fängen des fetten Kettenfetischisten Chris Walker, ehe er ihn zu Hackfleisch verarbeitet. Ziemlich krasser Scheiß ging da in der letzten Folge ab. Und jetzt? Was jetzt? Lebt Dr. Wernicke noch? Können wir ihn finden? Hilft uns der Vault Rider sogar? Ich blick hier nicht mehr durch. Es ist alles sehr, sehr seltsam. Ging ja auch noch in der letzten Folge ein Alarm los. Den sollten wir vielleicht lieber mal ausschalten. Nicht, dass die ganzen Freaks da noch irgendwie auf uns aufmerksam werden oder so. WTF? Ist das Dr. Wernicke? I know. I am supposed to be dead. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades, but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him, to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Neues Ziel. Finde Billy im Hauptlabor. Das wird wohl erstmal nichts mit Freiheit. Aber... He achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits. And I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. You all must die here. Murkoff knew the danger, but they didn't care. In the corporation's mind, we were all just dollar amounts in a ledger. And the profits Project Wallrider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want rest. Billy will not let me die. He could never imagine how cruel this is. I only want to die. Krass. What the fuck, ey? Also ich verstehe natürlich nicht alles, aber... scheinbar hat Dr. Wernicke und sein Team nanotechnologische Experimente an Geisteskranken ausgeführt. Lässt sich einfach vertuschen und ist kostengünstig, nehme ich an.
Und sie waren erfolgreich. So mehr oder weniger. Allerdings konnte man diese Kraft, die sie da aus dem anderen, aus dieser anderen Welt geholt haben, über dieses Tor, von dem ja auch mal die Rede war, nicht kontrollieren. Und dann brach das Chaos aus. Es geht also mal wieder um Geld und Macht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Die Menschheit ist und bleibt nun mal dämlich. Mir tun nur die ganzen armen, unschuldigen Patienten leid, die dafür so leiden mussten. Und immer noch leiden. Das ist richtig kranke Scheiße. Momentan fehlt mir ja nur ein Finger, aber wenn mir auch mal eine ganze Hand fehlen sollte, weiß ich, wo ich Ersatz finde. Ja, aber wisst ihr, irgendwie steckt ja noch was Menschliches in diesem Volrider. Ich meine, er hat den Magenkrebs von Dr. Wernicke entfernt und seine Augen gerichtet, wenn ich ihn jetzt richtig im Kopf habe, was er so gesagt hat. Hat uns den Arsch gerettet vor dem Fettsack. Ich weiß nicht, vielleicht besteht noch Hoffnung. Aber dazu müssen wir diesen Billy killen. Der ja scheinbar der Voldrider ist oder ihn kontrolliert, weil er aus ihm herauskam. Ich weiß es nicht genau. Verstehe ich nicht ganz. Ach, das ist die Kantine. Es gibt noch nichts zum Essen. Lecker, lecker. Ich nehme von allem etwas. Na, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, dann lieber doch nicht. Nein, aber ich habe von diesem Billy noch nie was gehört. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht wurde der Name schon genannt und ich habe es vergessen, aber sagt mir gerade gar nichts. Wer ist das? Scheint ein junger Kerl zu sein, laut Wernicke. So, wir müssen zu Morpho Genetic Engine Chamber. Ja, genau. Also da lang. Ah, okay. Hier war das ja auch, als der Alarm losging. Fuck. Der Voltrider. Und diesmal sah er nicht ganz so lieb aus. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Oder auch nicht. Fuck, 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 fuck. ETF. Oh, man kann es immer an dem Nebel erkennen. Es wird alles ein bisschen dunkler, wenn der Voltrider in der Nähe ist. Shit, mach die Tür zu. Wobei, bringt das überhaupt irgendwas? Bin ich hier safe? Das ist doch so eine Säuberungskammer, ne? Boah, ich... seht ihr das? Seht ihr die Gänsehaut? Seht ihr das? Scheiße. Scheiße. Ist noch längst nicht vorbei. Ich glaube, er weiß, was wir vorhaben. Er weiß, was wir vorhaben. Deswegen will er uns killen. Mann, mach doch den scheiß Alarm aus. Oh, die Akte kann man lesen. Hinweis an alle, persönlich vom fachärztlichen Berater MM008, Rudolf Wernicke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Das sind alles Freaks.
die etwas Grauenvolles erschaffen haben. Was auf keinen Fall auf den Rest der Welt gelassen werden darf. Da hat Dr. Wernicke recht. OMG, was ist das denn für ein krasser Raum? Das erinnert mich total an Portal. What the hell? Alter. Ich verstehe hier gar nichts. Ich bin weder Forscher noch Techniker. Gibt's irgendwo einen roten Knopf, der einfach alles ausschaltet? Das wäre klasse. Dreh das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter zu. Ach, da ist ja jemand drin. Ist das Billy? Alter. Geht ja mal gar nicht. Was soll das hier? Wernickes Maschine. Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn. Töte ihn. Setze allem ein Ende. Ja, ich habe leider auch überhaupt keine Ahnung von Nanotechnologie. Tut mir leid. Das ist jetzt nicht so wirklich mein Hobby. Aber ja. Müssen wir mal schauen, ob wir einen Hebel oder einen Knopf finden. Erstmal weitere Dokumente. Murkoff, Psychiatric Systems, morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Dann wissen wir ja schon mal so in der Art, was wir zu tun haben. Alter. Was ist noch eine Notiz? Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Zu glauben, dass er überhaupt noch lebt. Wer ist das? Er ist auf jeden Fall nicht ganz zurechnungsfähig. Wer auch immer in den anderen Kammern war, die sind alle tot oder entkommen. Und wahrscheinlich dann gestorben. Ich weiß nicht. Sollen wir einfach mal hier lang? Life Support. Ja doch, das klingt richtig. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Ja. Aber wenn jetzt der Voltrader nochmal auftaucht... Der wird das mit Sicherheit nicht einfach so akzeptieren, dass wir ihm den Gar ausmachen. Ist mal klar. Lebenserhaltungssystem. Das ist die Lunge von Billy Hope. Seine Leber.
sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden. Es muss sterben! Ja. Das schnell. Mann, ist das alles crazy. Ohne Spaß. Billy ist die ärmste Sau. Aber warum hat das eigentlich gerade bei ihm angeschlagen? Gibt es dafür irgendeine Begründung? Oder war er halt doch nicht der Einzige und er ist halt der Letzte, der noch da ist? Weil die haben es ja... Die haben ja mehrere da reingesteckt, ne? Aber ich verstehe halt, dass es bei den anderen nicht funktioniert hat. Ich bin mir jetzt aber auch nicht... Bin mir auch nicht 100% sicher. Wie gesagt, wer die Story noch ein bisschen besser erklären kann, gerne, nur zu, rein damit in die Kommis. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 4, Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als die Natur es ihm erlaubt. Die wollten alle etwas erschaffen, was größer ist als sie selbst. Und das war der Fehler. Man hat Gott gespielt. Den Teufel erschaffen. Do not turn the wolf. Ja, muss ich aber. Hilft nix. Unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen Labors. Scheiße. Des unterirdischen Labors. Schnell weg hier. Ich glaube, der Voltrotter weiß Bescheid. Oh fuck. Ich mach mir so krass den Fuß. Oh Gott. Er ist wahrscheinlich hinter mir. Ich glaube, Türen schließen bringt nichts, oder? Ich versuch's trotzdem. Ach, komm, renn einfach. Renn, 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 renn. Weiter, 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 weiter. Wie gesagt, man erkennt den Voltrotter daran, dass alles immer dunkler wird. Achso, hier durch? Oh, da passt er bestimmt nicht durch. Alles cool. Beim Fetten könnte ich mich jetzt sicher fühlen, aber nicht beim Wallrider. Ich schätze mal hier hoch. Schneller, 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 schneller. Oh, Junge, Junge. Wie hoch denn noch? Jo, deswegen bin ich kein Postbote geworden. Fuck, es wird dunkel. Es wird dunkel. Oder... Wow! Ah! Boah, das war knapp, ne? Jetzt wird's aber dunkel. Bin ich hier richtig? Oh, fuck, der Ballrider! Nein! Renn! Er hat mir eine verpasst. Was? Oh, scheiße. Sobald du einmal von dem erwischt wirst, ist es vorbei. Man hat richtig gemerkt, wie man auch langsamer wurde. Ah, fuck. Oh, das ist aber auch gemein. Du weißt doch gar nicht, was du da tun sollst. Der wartet da sogar. Der hat da die ganze Zeit gewartet. Habt ihr es gesehen? Scheiße. Schneller, Mann. Ich hätte einfach nur weiterrennen sollen, ne? Ich wollte aber wissen, was auf der anderen Seite noch ist, weil da halt zwei Gänge waren. Und das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Mensch, es regt mich so auf, dass alle Tode... Bis auf vielleicht einer... Ja, doch, eigentlich alle. komplett unnötig waren. Trotzdem, ich denke, mit vier Toten sind wir immer noch ganz gut dabei.
Und ich krieg ja auch jedes Mal hier einen Herzinfarkt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Anbei, finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merkav-Wohltätigkeits-Psychiatrie-Programm im Mountain Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Okay, so sind sie also an Billy gekommen. Und ich hoffe, jetzt nimmt das alles ein Ende hier. Oh, Kacke. Okay, wir müssen, glaube ich, nur noch zu der Kapsel und ihn rausholen oder irgendeinen Knopf drücken. An dem riesen Computer. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Oh, aber der Wallrider lauert hier doch bestimmt noch irgendwo. Oh, ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Was? Nein! Crap! Schnell, weiter! Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich stehe noch. Los! Ist gleich geschafft! Aber was muss ich machen? Wo muss ich hin? Hier? Ah ja, okay. Erledigt? Nein! Oh, stirb doch! Was? Nein! Nein! Der steckt in mir drin! Der hat den Körper gewechselt, weil er erkannte, Billy stirbt. Versucht zu entkommen. Oh, ich kann nur noch rumpeln. Warte, wenn er in mir steckt, dann bin ich jetzt der Wallrider. War alles umsonst? Das darf nicht wahr sein. Aber warte. Wernicke. Wernicke kennt doch bestimmt noch einen Ausweg. Er hat den ganzen Scheiß ins Leben gerufen. Er muss wissen, was zu tun ist. Darf jetzt nicht vorbei sein. Wir haben die ganze Irrenanstalt überlebt. Sind dem Knüppelfreak entkommen. Wir haben es geschafft, nicht von den Schwänzelmännern vergewaltigt zu werden. Und haben sogar die Verfolgungsjagden des Kettenfetischisten überlebt. Nicht umsonst sein. Was zum... Was? Warum schießt er denn? Go
you have become the host. Jesus, God, what is that thing? Und das ist das Ende von Outlast. Wir sterben. Wobei, nur halb. Die menschliche Komponente, also Miles Upshur, ist zwar tot, aber wir geistern fortan als Wallrider in der Welt herum. Das ist schon scheiße, muss ich so sagen. Oh nee, das gefällt mir gar nicht. Wir haben das alles überstanden und dann das? Aber ich glaube, es war so oder so vorbei. Weil wenn ich die letzte Szene richtig deute, dann sollte ich so oder so sterben. Selbst wenn ich es geschafft hätte, den Wallrider auszuschalten. Dr. Wernicke sah nämlich nicht so aus, als wäre er vom Militär festgenommen worden oder so. Sondern eher, ja, dass sie unter einer Decke stecken. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, ich musste sterben. So oder so. Die Wahrheit sollte nicht ans Licht kommen. Die Bevölkerung sollte nicht von der Wahrheit erfahren. Ich hatte also von Anfang an keine Chance. Na supi. Dann darf ich mich jetzt letztlich sogar drüber freuen, dass mich der Wallrider übernommen hat, oder was? Es war unsere einzige Chance, alle auszuschalten und mehr oder weniger zu überleben. Ja, das Ende ist speziell und es schmeckt mir nicht ganz. Ich muss sagen, es hätte mir besser gefallen, wenn Miles überlebt hätte. Er hat's verdient, finde ich. Schmeckt mir nicht wirklich das Ganze, aber okay. Mit so einem Ende erreicht man halt nochmal ein ganz anderes Feeling beim Spieler, einen ganz anderen Nachgeschmack. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist sogar logisch. Warum sollten sie mich gehen lassen? Das Risiko für die, dass ich alles aufdecke, ist viel zu groß und das hätte ich ja auch getan. Was ich mich jedoch frage ist, hat Dr. Wernicke dann gelogen? Wollte er doch nicht sterben? Hat er nur einen Laufburschen gebraucht, der für ihn den Wallrider ausschaltet? Weil er sich nicht getraut hat oder was auch immer? Und ich war dumm genug? Er dachte ja offensichtlich am Anfang auch, wir wären erfolgreich gewesen. Erst nachdem die Soldaten auf mich geschossen hatten, hat er begriffen, dass wir der neue Wirt waren. Ja. Doch, so muss es eigentlich sein. Es macht durchaus Sinn. Wie dreist. Aber hey, geiles Spiel. Auch wenn es blutig, gruselig, eklig und eigentlich auch mehr als grenzwertig war. Es ist geiler Scheiß und ich hab's wirklich komplett von vorn bis hinten genossen. Ja, und ihr habt mir ja schon gesagt, ihr wollt unbedingt noch den DLC sehen. Den Whistleblower-DLC. Das soll, glaube ich, die Vorgeschichte erzählen oder teilweise auch, was parallel geschieht. Mehr weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es klingt super interessant. Das Einzige, was mich hier ein bisschen beängstigt, ist die Tatsache, dass viele mir geschrieben haben, wann immer ich im Let's Play gesagt habe, wow, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann haben alle geschrieben, warte nur ab, bis du den Whistleblower-DLC spielst. Und ja, ich fürchte mich jetzt dann doch ein bisschen davor, denn wenn das wirklich nochmal so viel krasser ist als das Hauptspiel, Junge, Junge, welche Grenzen werden da denn überschritten? Aber ja, wenn ihr es sehen wollt, ich hätte Bock. Ich würde sagen, wir machen eine Abstimmung. Daumen hoch für ja, Daumen runter für nein. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder bei Outlast Whistleblower DLC. So oder so, danke fürs Ansehen bis hierhin und für den Support. Es war ein Fest.